So, jetzt habe ich heute noch was Besonderes entdeckt, liebe Freunde. Eine, ja, was ist das eigentlich? Eine Beijing, Beijing nennt man das. Ein Dreiradl. Ein super Fahrzeug. Und der, was gehört, der ist auch da. Was ist das für ein Motor? Das ist ein Eigenbau. Das ist also irgendein Honda-Lizenzbau oder was? Nein, nein, das ist ein. Ja, kann man sagen, Honda-Lizenz. Honda-Lizenz. Haben sie erbaut. Also ein China-Fahrzeug ist das. Mit drei Rädern, gell? Hat 200 Kubik. Und was hat Leistung? 50 PS. 50 PS. Und Kardanwelle. Also Welle drauf, sieht man, Übersetzungswelle drauf. Jawohl. Und wie schaltet denn überhaupt? Oder hat das drei Gänge oder mehr Gänge? Oder wie hat das? Fünf Gänge. Gänge. Und Getriebe kommen wir umdrehen. Oder fünf rückwärts Gänge. Also geht vorwärts, rückwärts. Ja. Und kannst genauso schnell vorwärts fahren wie rückwärts wahrscheinlich. Genau. Was ich ja mache, das schon, gell? Und da tippst du drauf, Abi. Vorne ist vorwärts. Und so fahrt er rückwärts. Ach so. Und wo schaltest du? Da schaltest du? Da schaltest du. Ah, da schaltest du, genau. Hicke, da schaltest du, genau. Und die Besonderheit ist, alle Gänge haben vorn und rückwärts schaltest du hinten. Ah ja, so hat das Honda auch bei die Wave, glaube ich. Das haben die auch so. Handbremse dort noch. Mhm. Okay. Und das hast du gekauft, das Gerät? Wie viel hast du drauf gehabt, wie du es gekauft hast? 200 Kilometer. 200 Kilometer, jetzt hast du drauf 3000. 13.000. 13.000, das ist ja Wahnsinn. Das ist schon viel gefahren. Das ist eigentlich kaputt gegangen, oder? Nein, war nicht kaputt. Wahnsinn kaputt. Getriebe war mal kaputt, aber. Getriebe war kaputt einmal, ne? Da haben wir eine neue Lage nicht gemacht, das geht wieder. Das geht's wieder. Was braucht das Sprit, das Teil? Ungefähr 5 Liter. 5 Liter, ja. Auch gar nicht so wenig, gell? Da kannst du dich mächtig aufladen, gell? Mhm. Eine Tonne. Eine Tonne, das ist schon gewaltig. Okay. Das ist schon gewaltig, ja. Also, führt's euch, gell? Führt euch! So schaut das Teil aus, oder? Und du fährst mit den Transportsachen. Sagst du, Toni, kannst du aufladen, ne? Das ist schon Unding, gell? Ja, wunderbar. Jetzt haben wir es auch mal gesehen. Und wie schnell geht's noch? 60, 65. 60, 65 geht's. Und der erste Gang ist gut untersetzt, oder? Kost? Ja, ja, der erste Gang geht gerade 7 oder 8. Ja, der Kost, hat auch viel Kraft dran, gell? Ja, hat er gescheit mal so. Jetzt, wenn du einen grobe Reifen drauf hättest, kannst du im Bad auch rumfahren. Da fährst du so auch im Bad, weil wenn du dahinter Gewicht hast, da bleibst du nicht hängen. Sind da beide Radl hinten drin? Beide oder drin? Beide oder drin, gell? Differential hinten drin. Aha. Ja. Da bleibst du normal nicht leicht stecken. Ja, schon gewaltig. Und den Beruf kostet uns dann noch dabei. Ja. Ja, super. Werkstatt kostet. Ja, ja. Jawohl. Mit Emblem drauf schon, ja. Ja, super.